Und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir die schlechtesten Bücher 2019. Und zwar will ich daraus jetzt auch keinen wirklichen Rage machen, aber es gibt eben so ein paar Bücher, die dieses Jahr einfach die schlechtesten Bücher waren. Und ich liebe eben solche Zusammenfassungen und Rückblicke. Deshalb dachte ich mir, mache ich das wieder zu meinen schlechtesten Büchern, also als Pendant zu meinen besten Büchern. Und es sind auch nicht so viele tatsächlich. Ich habe dieses Jahr gefühlt nicht so viele gute Bücher gelesen, aber auch nicht so viele sehr schlechte. Also ich glaube, ich habe nur einmal einen Stern vergeben und das finde ich ist schon gut. ja, ich habe nur zwei von denen hier, da ich die anderen schon gefühlt aussortiert oder nicht mehr hier habe. Ich konnte sie jedenfalls nicht finden. Deshalb, ja, blende ich euch die anderen ein und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mal mit dem schlechtesten Buch an. Also für mich auf jeden Fall das, wo ich mich noch am besten dran erinnern kann, dass ich danach wirklich so war, okay, what? Und zwar ist es Das Mädchen aus der ersten Reihe von Jette Krämer. Ist, glaube ich, ihr Name, oder? Nee, ich weiß, die Autoren glaube ich nicht mehr. Von Jana Krämer. Und das ist ein, ja eigentlich, Rockstar-Fangirl-Buch. Und ich war direkt richtig attached. Ich hatte das in der Buchhandlung entdeckt. Und es ist eigentlich nicht so vertreten dort, weil es, glaube ich, self-published ist. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mir das dann jedenfalls als E-Book gekauft, weil ich es unbedingt lesen wollte. Es hatte mich so angesprochen. Es geht eben um ein übergewichtiges Mädchen, das zusammen mit ihrer besten Freundin, ihrer Lieblingsband, überall hinterherreist und auf allen Konzerten ist und die Band sie auch mittlerweile schon kennen. Und ja, dann entwickelt sich eben so eine Beziehung zwischen ihr und dem Sänger. Und es klingt ja an sich ja erstmal mega gut und so, aber das Buch hat sich, finde ich, unfassbar gezogen und ich fand, wie mit dem Thema Übergewicht und Mobbing und so umgegangen wurde, irgendwie, ja, irgendwie hat es mir einfach nicht gefallen. Es ist halt auch ein Thema, wo ich mich jetzt nicht unbedingt zu äußern kann, aber für mich war die Handlung dieser Thematik einfach viel zu präsent. Also es war mehr so ein Buch darüber als über die Geschichte, wisst ihr? Also es war gefühlt 90% die Gedanken in ihrem Kopf über ihr Übergewicht und nur 10% Geschichte. Und ich fand, das Verhältnis hat irgendwie nicht gestimmt. Und ich fand eben auch, wie das beschrieben war und alles, nicht so gut gelungen. Hat mir persönlich einfach nicht gefallen. Und ich habe mich am Ende nur noch an den Kopf gegriffen bei den ganzen Plot-Twists und alles, was passiert ist. Deshalb war das für mich einfach das schlechteste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Kann ich leider nicht empfehlen. Dann ein Buch, da habe ich auch ein extra Video zu gemacht. Und zwar geht es um 5 Feet Apart, also 3 Schritte zu dir von... Ja, okay, es gibt keinen wirklichen Autor, also die Drehbuchautoren. Das ist ja das Buch, was aus dem Drehbuch des Films praktisch entstanden ist. Und ich glaube, da lag auch irgendwie das Problem. Ich finde, das ist einfach kein gutes Prinzip, um ein Buch rauszubringen, das auf dem Drehbuch zu basieren. Es war irgendwie trotzdem enorm anders teilweise als der Film und ich fand die Änderungen, die gemacht wurden, waren halt nicht unbedingt besser und man hat es einfach am Schreibstil gemerkt, dass es keine Tiefe hat und dass es einfach auf einem Drehbuch basiert. Also es hat sich wirklich wie ein Drehbuch auch, fand ich, gelesen. Also da ist bei mir einfach keine Emotion rübergekommen und beim Film tatsächlich schon, weil ein Film eben mit ganz anderen Elementen arbeitet als ein Buch und deshalb muss man im Buch den Schreibstil und die Beschreibung eben besser machen, weil man es ja nicht sieht wie im Film, sondern sich vorstellen muss. Und ich fand, das war in dem Buch einfach nicht gut gemacht. Es hat mir nicht gefallen. Ich mochte den Film dafür sehr, sehr gerne, auch wenn der natürlich auch ein paar Kritikpunkte hat bezüglich dem Umgang mit der Krankheit und allem. Aber ja, es geht in dem Buch und dem Film jedenfalls um 2 Teenager mit Mukoviszidose und es spielt im Krankenhaus und sie verlieben sich eben, aber dürfen eigentlich sich nicht nahe kommen, weil sie verschiedene Bakterien haben und die für die Einzelnen eben sehr gefährlich sein könnten und ihre Krankheit stark verschlimmern könnten und damit auch ihre Lebenserwartung verringern. Und ja, es ist alles ein sehr wichtiges Thema. Ich fand es sehr gut, dass diese Krankheit endlich mal aufgegriffen wurde, aber
ja, das Buch hat mir eben gar nicht gefallen. Zu dem nächsten Buch gab es von mir auch ein extra Video und da habe ich nämlich das Original mit dem Fake verglichen. Und in dem Fall ist das schlechteste Buch logischerweise auch der Fake, denn es geht um Der kleine Garten am Meer. Und das ist eben so ein John Strelicky Nachmachprodukt. Und es hat man, fand ich, auch gemerkt, dass es versucht wurde, irgendwie tiefgründig und ja, philosophisch zu sein, ist aber einfach nicht wahr. Und so viele auch, fand ich, falsche Denkweisen beinhaltet hat und Sachen vermittelt hat, die in dem Buch hätten gar nicht aufgegriffen werden müssen, wie Umwelt und ist ja eh egal mit dem ganzen Plastik, das juckt ihn jetzt nicht. Und zudem war das Buch, fand ich, enorm frauenfeindlich, also es war einfach grauenvoll. Also ich glaube, dem Buch habe ich, glaube ich, auch einen Stern gegeben, also ja. Wenn euch das genauer interessiert, schaut bei dem Video vorbei. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, über dieses Buch noch weiter zu reden, weil ich es einfach so schlecht fand. Also das war wirklich, ja. Lest lieber alle John Strelicky, he's the best. Das nächste Buch ist ein Poetry-Buch und zwar The Day is Ready for You. Und das hat mich allein schon vom Cover so sehr angesprochen, aber der Inhalt war tatsächlich so gar nicht meins. Also es sind hier tatsächlich größtenteils eher längere Gedichte, aber mich haben die irgendwie alle nicht so angesprochen. Also es gab schon ein paar, die ich ganz gut fand und auch schön und zu denen ich irgendwie relaten konnte, aber das waren vielleicht 5% des Buches. Also ich muss sagen, das ist einfach nicht meine Art Poetry gewesen. Ich wusste in vielen Poems nicht mal, worüber sie überhaupt schreibt. Ich finde, das ist dann schon immer ein bisschen schwierig. Und deshalb habe ich die zwar irgendwie gelesen, aber ich habe halt nichts gefühlt. Und das war so das erste Poetry-Buch, bei dem das so war. Also das hat mich irgendwie enorm enttäuscht. Und ich hatte mir vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet, weil ich bisher sehr viele gute Poetry-Bücher gelesen habe. Aber das war jetzt leider ein Reinfall und ich habe dem 2 Sterne gegeben, eben weil noch ein paar Gedichte dabei waren, die ich ganz gut fand, aber halt nichts, was mich umgehauen hat und der größte Teil war für mich eben... Und das letzte Buch ist So sieht es also aus, wenn ein Glühwürmchen stirbt von Maike Voss und das ist bei Bold erschienen. Ich finde, das Buch ist an sich auch mega schön aufgemacht, also sehr cool. Aber ich muss sagen, das Buch, also zum einen war es so eine beste Freunde-Liebesgeschichte, das ist ja eh nicht so meins. Aber ich fand dieses Buch eben so zweiseitig. Also zum einen fand ich es irgendwie gut gemacht, andererseits hat es mich absolut verstört und ich war so, hä, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also so, ja, ich habe für dieses Buch ehrlich gesagt immer noch keine endgültige Einschätzung, aber ich konnte es zu dem Zeitpunkt auch nicht bewerten, weil ich einfach total verwirrt von dem Buch war und irgendwie war es nicht schlecht geschrieben, aber die Geschichte an sich ist einfach schon irgendwo Trash. Also es ist so ein bisschen Trash-TV, finde ich, aber irgendwie halt auch so unerwartet Trash-TV. Also ja, ich würde es jetzt nicht empfehlen, es ist einfach gar nicht meins gewesen und ich habe dem halt auch keine Bewertung gegeben, deshalb ja, aber für mich war das schon so ein Flop dieses Jahr. So, das waren meine schlechtesten Bücher dieses Jahr. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was das schlechteste Buch war, was ihr dieses Jahr gelesen habt. Ich freue mich sehr über diesen Austausch. Manchmal muss man eben auch Sachen teilen, die schlecht waren, um zu verhindern, dass andere es auch schlecht finden. Vielleicht mochtet ihr ja auch Einzelbücher, die ich vorgestellt habe. Es ist wie immer alles Geschmackssache. Und ja, ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!